Vom Himmel regnete es Feuer. Xerath sandte mit ausgebreiteten Armen Kometen aus weiß-blauen Flammen aus, die wie Steinbrocken aus einer Kriegsmaschine in hohem Bogen flogen. Der erste traf auf dem Marktplatz auf und explodierte wie ein gefallener Stern. Sengendes Feuer detonierte beim Aufprall. Brennende Körper wurden wie geschwärztes Reisig durch die Luft geschleudert. Feurige Winde trugen Xeraths gehässiges Lachen, ein zeitloser Wahnsinn, der sich an dem Leid anderer labte. Wie hatte ich die Bosheit in ihm nicht sehen können? Nasus hörte Schreie über der Stadt aufsteigen, und die Wut, die er gegenüber diesen Leuten empfunden hatte, verschwand wie der Morgennebel über einer Oase. Die Stadtmauern wurden von den Kriegsbestien zerschmettert, die sich blind vor Schmerz aufbäumten und mit bebender Kraft über den Boden stampften. Leicht gerüstete Krieger strömten über den Schutt in die Stadt. Sie heulten ein Dutzend verschiedene Kriegsschreie und konnten es kaum erwarten, das Abschlachten zu beginnen. Nasus wirbelte seine Axt herum und stieg die Stufen des Tempels hinab. Er nahm 4 Stufen auf einmal, bis er zurück auf dem Boden war. Hunderte von Leuten drängten vom westlichen Rand der Stadt auf den Hauptplatz. In ihren Adern floss nackte Furcht. Blutdürstiges Brüllen und Waffengeklirre folgten ihnen auf dem Fuß. Die panischen Bürger suchten in den Gebäuden um den Platz Zuflucht, verbarrikadierten Türen und verriegelten Fensterläden, in der Hoffnung, dass sie das in Sicherheit bringen würde. Nasus war bereits die blutigen Straßen von genügend eingenommenen Städten entlang gegangen, um zu wissen, wie brutal Krieger nach solchen Schlachten vorgehen konnten. Xerath würde jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Vekaura der Klinge opfern. Mehr Feuerbälle krachten wie Blitzschläge zu Boden und die Luft füllte sich mit Schreien und dem Geruch von verbranntem Fleisch. Stein zerbarst durch den Aufprall der magischen Attacke und fiel in Kaskaden aus geschmolzenem Gestein herab. Der Marktplatz stand in Flammen und schwarze Rauchsäulen verdeckten den Himmel. Nasus drängte sich durch die panische Menge und bewegte sich stetig nach Osten. Er folgte der Spur des mächtigen Blutes, das er roch. Der Oberpriester war ein Betrüger gewesen. Sein Blut schwach und verdünnt nach Tausenden von Jahren. Doch derjenige, den er jetzt roch? Der war stark. Er konnte Blut in einem Herz donnern hören, das in einer sterblichen Brust schlug. Diese Person stammte von Imperatoren und Kriegerköniginnen ab, Männer und Frauen mit überragendem Ehrgeiz und Stärke. Es war das Blut eines Helden. Leute riefen seinen Namen, baten um Hilfe. Er ignorierte sie. Er musste einer höheren Berufung folgen. Die Sonne hatte ihn erneut dazu auserkoren, Shurima bis über den Tod hinaus zu dienen, für sein Volk zu kämpfen und es gegen ihre Feinde zu verteidigen. Er verfolgte nun diese Bestimmung, doch eine bekannte, stechende Schuld meldete sich in seiner Seele zu Wort, als er die Bewohner von Vekaura ihrem Schicksal überließ. Wie viele mehr wirst du dem Tode überlassen? Er verdrängte den Gedanken, schlängelte sich durch zerstörte Straßen, in denen Sandverwehungen den Weg versperrten. Die meisten Gebäude hier hatte die Wüste für sich beansprucht, und sie waren nicht viel mehr als zerbröckelte Fundamente und abgeschliffene Stümpfe von quadratischen Säulen. Die Aasfresser der Wüste ergriffen die Flucht, als er dem klopfenden Herzschlag immer näher kam. Die Stadt wurde immer lichter, ihre Ruinen lagen immer tiefer unter dem gierigen Sand begraben. Schließlich kam er zu einem eingefallenen Gebäude, das einst womöglich ein Badehaus gewesen war. Seine Wände waren dicker und stärker als die der anderen. Er zog den Kopf ein, als er es betrat, und roch im Inneren den Schweiß und das Blut von 2 Wesen. Ein junges mit einer Seele, die so alt war, dass er das Gefühl hatte, einem Freund gegenüberzutreten, der unter der gleichen Sonne gewandelt war wie er.
Ein junges Mädchen trat aus der Türöffnung. Sie war in einen fließenden Mantel aus einem Land jenseits des östlichen Ozeans gekleidet, und er erkannte das Mädchen wieder, mit dem er im Sug gesprochen hatte. Er spürte ihre Angst, doch ebenso ihre Entschlossenheit, als ihre Hände in kurvigen, kreisrunden Mustern durch die Luft fuhren. Ganz so, als wolle sie eine Art naturalistische Magie wirken. Der Boden erzitterte. Die Steine tanzten zu ihren Füßen und warfen ihren sandigen Überzug ab. Hinter ihr konnte Nasus eine Frau erkennen, die sich kaum auf den Beinen halten konnte und an den Wänden abstützte. Ihre Tunika war blutgetränkt. Eine schwere Wunde, doch noch war sie nicht tödlich. »Ich bin Nasus, der Bewahrer des Sandes«, stellte er sich vor, doch ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wusste sie bereits, wer er war. Dem Mädchen klappte allerdings vor Überraschung die Kinnlade herunter, sie regte sich aber nicht. »Aus dem Weg, Mädchen«, wies Nasus sie an. »Nein, du wirst ihr kein Leid antun, ich habe ein Versprechen gegeben.« Nasus wirbelte seine Axt herum und warf sie sich über die Schulter, als er einen Schritt nach vorne tat. Das Mädchen wich in die Ruine zurück, während der Boden zu ihren Füßen sich in kreisenden Mustern wellte. Steine erhoben sich vom Grund, als der Mörtel von den Wänden abblätterte. Risse spalteten das Gestein und arbeiteten sich geschwind nach oben zu den Überresten des Daches. Das letzte Mal, als er jemandem mit ähnlichen Fähigkeiten gegenübergestanden hatte, war er sterblich gewesen und es hatte ihn fast das Leben gekostet. Die verwundete Frau starrte das Mädchen erschrocken an. Sie hatte eindeutig keine Ahnung, zu was ihre Gefährtin fähig war. »Du hast die Kraft, das Gestein von Shurima zu brechen«, stellte Nasus fest. Sie zog eine Augenbraue nach oben. »Ja, also verschwinde, bevor ich dich breche.« Nasus musste ob ihrer Tapferkeit lächeln. »Du hast das Herz eines Helden, Mädchen. Doch bist du nicht, wen ich suche. Deine Magie ist stark, also würde ich an deiner Stelle die Stadt verlassen, bevor Xerath sie dir entreißen kann.« Sie erbleichte. »Ich gehe nirgendwo hin. Ich habe versprochen, Sivir zu beschützen, und die große Weberin kann gebrochene Versprechen nicht leiden.« »Wenn du sie beschützt, dann wisse, dass ich ihr kein Leid antun will.« »Was willst du dann?« »Ich bin hier, um sie zu retten.« Die Frau mit dem Verband humpelte an die Seite des jungen Mädchens. Obwohl sie eindeutig große Schmerzen hatte, beeindruckte Nasus ihre Entschlossenheit. Allerdings stammte sie auch von der Blutlinie des alten Shurima ab und er hätte nichts anderes erwartet. »Wer ist dieser Xerath?« fragte sie. »Ein dunkler Magier, der bereits zu viel von deiner Existenz weiß.« Die Frau nickte und legte eine schwielige Hand auf die Schulter des jungen Mädchens. »Ich schulde dir mein Leben, aber stehe nicht gerne bei jemandem in der Schuld«, meinte sie. »Also kannst du dein Versprechen als erfüllt ansehen. Ab jetzt übernehme wieder ich.« Erleichterung zeichnete sich auf dem Gesicht des Mädchens ab, doch noch zögerte sie. »Ich weiß das zu schätzen, aber du kannst dich kaum auf den Beinen halten«, entgegnete Talia. »Lass mich dir wenigstens helfen, aus der Stadt zu entkommen.« »Abgemacht«, sagte Sivir dankbar, bevor sie sich wieder Nasus zuwandte. Sie schwang ihre Hand hinter ihrem Rücken hervor und enthüllte eine glitzernde Kreuzklinge aus Gold, in deren Mitte ein Smaragd funkelte. Sie hielt sie wurfbereit, doch kein gewöhnlicher Sterblicher könnte eine derartige Waffe mit solcher Leichtigkeit einsetzen. »Ich habe es langsam satt, von Leuten gerettet zu werden«, brummte sie. »Jeder erwartet etwas im Gegenzug. Also sag mir, Großer, was willst du wirklich von mir?« »Dich am Leben erhalten«, entgegnete Nasus. »Das kann ich auch ohne deine Hilfe. Diese Wunde an deiner Seite lässt mich an deinen Worten zweifeln. Du bist,
Die hier?« unterbrach ihn Civil verächtlich. »Nur eine Meinungsverschiedenheit mit ein paar Narren, die kein Nein als Antwort akzeptieren wollten. Glaub mir, ich hab schon Schlimmeres ausgehalten. Und ich muss nicht beschützt werden. Momentan scheint das Schicksal sich gut um mich zu kümmern, ganz egal, was mir zustößt.« Nasus schüttelte seinen Kopf, wie wenig die Sterblichen vom Schicksal begriffen. »Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt«, erklärte er. »Sie ist vielmehr ein verzweigter Fluss, deren Lauf sich jeden Moment ändern kann. Selbst diejenigen, deren Schicksal in den Sternen geschrieben steht, können die Wasser ihres Lebens in brach liegende Erde lenken, wenn sie nicht vorsichtig sind.« Er deutete auf Civils Waffe und fragte, »Weißt du, wem diese Klinge einst gehörte?« »Spielt das eine Rolle?« fragte Civil. »Jetzt gehört sie mir.« »Das ist die Schalika, die Klinge, die einst Cetaka trug, die erste Kriegerkönigin des Heeres der Aufgestiegenen, als noch genug von uns verblieben und der Name noch von Bedeutung war. Ich hatte die Ehre, 3 Jahrhunderte lang an Cetakas Seite zu kämpfen. Ihre Taten waren legendär, doch ich sehe, dass du nichts von ihr gehört hast. Die Gefallenen geraten in Vergessenheit«, meinte Civil mit einem Achselzucken. Nasus ignorierte Civils kaltes Desinteresse an seiner verschiedenen Kriegsschwester und fuhr fort. »Ein Heiliger der Wüste sagte ihr eines Tages voraus, dass sie den Tag erleben würde, an dem ein shurimanischer Imperator die ganze Welt beherrschte. Also dachte sie, dass sie unbesiegbar wäre, denn wir hatten die Welt noch lange nicht erobert. Doch am Vorabend des Untergangs von Ikatia wurde sie von Monstern niedergestreckt. Ich hielt sie in meinen Armen, als ihr Licht erlosch, und sandte sie tief unter den Sanden mit ihrer Waffe auf der Brust in den ewigen Schlummer.« »Wenn du hier bist, um sie dir wiederzuholen, haben wir ein kleines Problem.« Nasus fiel auf ein Knie und kreuzte die Arme über seiner Brust. »Du stammst von den Aufgestiegenen ab. Die Waffe ist für dich bestimmt, denn das Blut der Imperatoren fließt durch deine Adern. Es hat Asir und Shurima wiedererweckt, und das muss etwas zu bedeuten haben.« »Nein, das tut es nicht«, sagte Civil gereizt. »Ich habe Asir nicht darum gebeten, mich zurückzubringen. Ich schulde ihm nichts. Ich will nichts mit dir oder Xera zu tun haben.« »Was du willst, spielt keine Rolle«, meinte Nasus nur. »Xerath wird dich töten, ganz egal, ob du deine Bestimmung annimmst oder nicht. Er ist hierher gekommen, um die Blutlinie von Asir endgültig zu durchbrechen.« »Was will Asir von ihr?« meldete sich Talia zu Wort. »Und was hat er vor, jetzt, da er zurück ist? Will er uns wieder zu Sklaven machen?« »Sie stellt eine Menge Fragen«, kommentierte Civil. Nasus zögerte, bevor er antwortete. »Ich kenne Asirs Pläne nicht. Mir ist es genug, wenn er sich gegen Xerath stellt. Nun könnt ihr dem Magier entweder den baren Nacken hinhalten oder am Leben bleiben und ihm in der Zukunft entgegentreten.« Civil hob ihre Tunika an und entblößte grinsend ihren blutgetränkten Verband. »Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendjemandem etwas hingehalten, aber ich habe nicht vor, in nächster Zeit gegen etwas Bedrohlicheres als Schlaf zu kämpfen.« »Du musst am Leben bleiben«, sagte Nasus und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. »Und du musst bereit sein.« »Wofür?« fragte Civil, während sie mit Talia ihre Habseligkeiten zusammensuchte. »Die Schlacht um Shurima«, erwiderte Nasus. »Aber heute müssen wir fliehen. Xerats Krieger töten alles und jeden in Vekaura.« »Was ist so besonders an diesem Ort?« fragte Talia und schulterte ihren Rucksack. »Sie suchen nach ihr«, meinte Nasus. Civils Gesicht verhärtete sich und sie atmete schwer aus, bevor sie sagte, »Nasus, hm? Ich habe schon als kleines Mädchen Geschichten über dich gehört.
Geschichten von Kriegen und heldenhaften Schlachten. All die Legenden besagen, dass du und dein Bruder die Beschützer Shurimas waren, richtig? Das entspricht der Wahrheit, sagte Nasus. Renekton und ich haben jahrhundertelang für Shurima gekämpft. Sivir tat einen zögerlichen Schritt auf ihn zu. In ihrem Gesicht zeichnete sich die gleiche kaiserliche Entschlossenheit ab, wie in Azirs eigenem, an dem Tage, als er der Priesterschaft befahl, die Sonnenscheibe für seinen Aufstieg vorzubereiten und sich über eine jahrhundertealte Tradition hinwegsetzte. »Dann kämpfe jetzt für Shurima«, rief Sivir mit der Autorität eines Imperators. »Die Söhne und Töchter der Wüste sterben da draußen, während wir hier sprechen. Wenn du der Held bist, über den ich mein Leben lang Geschichten gehört habe, dann ist es deine Pflicht, dich auf den Weg zu machen und so viele Leute wie möglich zu retten.« Nasus hatte nicht erwartet, dass sein Treffen mit Sivir so ausgehen würde, doch ihre Worte über Pflichtbewusstsein entfachten eine Glut, die schon viel zu lange in seiner Brust geschlummert hatte. Er fühlte, wie ihre Flamme ihn erfüllte, und begann zu verstehen, wie verloren er die ganzen langen, einsamen Jahre zwischen Shurimas Untergang und seiner kürzlichen Wiedergeburt gewesen war. »Ihr habt mein Wort, dass es so sein soll«, nickte Nasus und nahm den Anhänger ab, der an einem ledernen Band um seinen Hals hing. »Wenn ihr beide jetzt flieht, werde ich mein Bestes tun, die Bewohner von Vekaura zu beschützen.« Der Stein des Anhängers war aus Jade, ozeangrün mit bleichen Goldfasern, die seine Oberfläche durchzogen. Ein schwaches Licht ging von seinem Inneren aus und pulsierte wie ein langsam schlagendes Herz. Er reichte ihn Sivir und sagte, »Trag dies bei euch, und es wird euch vor Xerats Blick schützen. Es wird nicht für immer vorhalten, doch vielleicht lange genug.« »Lange genug?« fragte Sivir. »Um euch wiederzufinden«, meinte Nasus und drehte sich um. Er ließ Sivir und Talia zurück, bevor er seine Meinung ändern konnte. Ihre Überlebenschancen waren größer, wenn er die Aufmerksamkeit von Xerats Kriegern auf sich lenkte. Sie sahen ihm hinterher, doch er drehte sich nicht um. Im Stadtzentrum brannten Flammen und Nasus folgte den Schreien der Bewohner von Vekaura. Seine Wut staute sich immer mehr, als er an den Leichen von Männern und Frauen vorbeikam, die die metzelnden Krieger niedergestreckt hatten. Noch mehr Tote für die Rechnung, die er mit Xerath zu begleichen hatte. Nasus ließ seine Schultern kreisen, um seine Muskeln zu lockern. Das letzte Mal, als er sich dem Magier gestellt hatte, war sein Bruder an seiner Seite gewesen, und Furcht überkam ihn. »Wir konnten ihn zusammen nicht aufhalten. Wie soll ich das alleine schaffen?« Nasus erblickte eine Gruppe von 5 Kriegern, die den Ausgang des Platzes blockierten. Sie standen mit dem Rücken zu ihm, doch drehten sich um, als sie das Geräusch seiner Axt vernahmen. Er hätte eigentlich ihren Schrecken darüber spüren sollen, dass sie einem aufgestiegenen Krieger gegenübertraten. Doch in ihren Augen brannte das blaue Feuer von Xerats Willen, und sie fürchteten nichts und niemanden. Sie stürzten sich mit blutigen Schwertern und Speeren auf ihn. Nasus stellte sich ihrem Ansturm entgegen, schwang seine Klinge tief am Boden entlang und teilte 3 von ihnen entzwei. Er stieß seine Faust durch die Brust eines weiteren und seine Kiefer umschlossen den bloßen Kopf des letzten Mannes. Nasus biss zu und der Schädel des Kriegers platzte auf. Er spuckte die widerwärtige Gehirnmasse und Knochensplitter aus und eilte weiter. Er betrat den Platz und sah, dass die klägliche Schar, die von den Bewohnern der Stadt übrig geblieben war, vor dem Sonnentempel kniete.
Schwerter waren auf sie gerichtet, und sie hatten die Köpfe gebeugt, wie eingeschüchterte Betende. Gruppen blutverschmierter Krieger rissen ihre Speere nach oben, dem hellen und schrecklichen Gott zu, der auf der Spitze des Tempels brannte. Die flammende Gestalt des verräterischen Magiers hing in der Luft, während die Ränder der Sonnenscheibe unter dem Hochofen seines aufgestiegenen Körpers schmolzen. Der Oberpriester wand sich schreiend in der Luft vor ihm. »Ihr Sterblichen seid Narren!« verhöhnte ihn Xerath, als er ihm das Fleisch von den Knochen abzog. »Warum behauptet ihr, der Blutlinie eines Imperators anzugehören, der so wertlos ist wie Azir?« »Xerath!« schrie Nasus, und seine Stimme hallte auf dem Platz wieder. Die sterblichen Krieger drehten sich zu ihm um, doch keiner machte Anstalten anzugreifen. Stille legte sich über den Platz, und Nasus konnte den Hass spüren, den Xerath ausstrahlte und der über ihn wusch wie die steigende Flut. In einem Wimpernschlag waren die Überreste des Körpers des Oberpriesters zu Asche verbrannt, die von der heißen Luft, die um den Magier wirbelte, davongetragen wurde. Nasus marschierte mit seiner Axt eng an seiner Seite, unter den wachsamen Blicken aller Anwesenden auf den Platz. »Natürlich, du bist das!« begrüßte ihn Xerath mit zuckersüßer Stimme, genau wie zu der Zeit, als er noch als Sterblicher auf der Erde wandelte. »Wer sonst als der Feigling, der mich jahrtausende lang in den Tiefen unter der Welt eingesperrt hat?« »Und da kommst du auch wieder hin«, versprach Nasus. Xerath flackerte auf. »Damals kam dir dein geliebter Bruder zu Hilfe. Sag mir, hast du Renekton gesehen, seit er aus unserem gemeinsamen Kerker entkommen ist?« »Wage es nicht, seinen Namen auszusprechen«, knurrte Nasus. »Hast du gesehen, was aus ihm geworden ist?« Nasus sagte nichts, und Xerath stieß ein Lachen aus, das klang wie heftig streitende Feuergeister. »Natürlich nicht«, fuhr Xerath fort, und das gefangene Feuer seines Wesens pulsierte vor dunklem Vergnügen. »Er hätte dich auf der Stelle getötet!« Xerath schwebte die bröckelnden Tempelmauern herab und Flammen züngelten an seinen Gliedern, bevor sie wie Glühwürmchen davonstoben. Die Soldaten unter seiner Kontrolle standen still wie Statuen. Diese Auseinandersetzung war nicht für Sterbliche gedacht. »Die Macht in dir war für Azir bestimmt«, sagte Nasus und ging langsamen Schrittes auf Xerath zu. »Du wurdest nicht von der Sonne auserwählt.« »Das wurde Renekton auch nicht, und doch wurde er emporgehoben.« »Du sollst seinen Namen nicht in deinen Mund nehmen«, stieß Nasus zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Dein Bruder war schwach, doch das wusstest du bereits, nicht wahr?« spottete Xerath und glitt näher. »Er ließ sich leichter brechen, als ich erwartet hatte. Ich musste ihm nur eintrichtern, dass du ihn in der Dunkelheit zurückgelassen hattest, dass du ihn mit seinem Feind eingesperrt und zum Sterben zurückgelassen hattest.« Nasus wusste, dass der Magier ihn aus der Fassung bringen wollte, doch sein blinder Hass ließ ihn an nichts anderes denken, als die Ketten zu zerschlagen, die die unvorstellbare Macht von Xeraths Körper im Zaum hielten. Sie traten sich im Zentrum der Stadt gegenüber, zwei aufgestiegene Wesen, die aus der Zeit gefallen waren. Ein Kriegerkönig und ein Zauberer aus lebendiger Magie.